Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einem NDR Hamburg Journal Spezial. Der Anlass für unsere Sondersendung ist eher traurig. Unsere Stadt ist pleite und handlungsunfähig. Deswegen hat die Bundesregierung heute einen Sparkommissar für Hamburg eingesetzt. Das heißt, jede Ausgabe muss ab sofort nochmals vom zuständigen Abteilungsleiter im Bundesfinanzministerium abgesegnet werden. Alle laufenden Projekte werden vorerst auf Eis gelegt. Hamburg hat finanziell, sozial, bildungspolitisch und im internationalen Vergleich schon länger den Anschluss verloren. Die Alarmsignale waren zwar schon vor 20 Jahren nicht zu übersehen, allerdings wurde bis heute nicht energisch gegengesteuert. Jetzt steht unser Stadtstaat am Abgrund, vor dem kollektiven Kollaps. Hamburg 2030, eine schmerzhafte und schonungslose Bestandsaufnahme. Hamburg ächzt schon seit Jahren unter einer gewaltigen Schuldenlast. Die Verbindlichkeiten der Stadt haben sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Unter dem Motto "Nach mir die Sintflut" haben Hamburgs Parteien in den letzten Jahrzehnten stets mehr ausgegeben, als sie eingenommen haben. Die Bedenkenlosigkeit ihrer Politiker kommt die Bürger immer wieder teuer zu stehen. Von Neuinvestitionen ist seit Jahrzehnten keine Rede mehr. Hamburg lebt von der Substanz. Öffentliche Einrichtungen wie Gebäude der ehrwürdigen Universität verfallen und müssen geschlossen werden. Wenn einmal der Wille zum Sparen vorhanden war, wurde er von extremen Parteien torpediert. Zu viele gesellschaftliche Gruppen stellen Einzelinteressen über das Gemeinwohl. Zu viele Volksentscheide lähmen die Politik und ihre Handlungsfähigkeit. Auch die Hamburger Polizei steht vor schier unlösbaren Problemen. Denn unsere schöne Stadt ist zur deutschen Metropole des Verbrechens verkommen. Beängstigend ist besonders der steile Anstieg der Gewaltkriminalität und der wachsende Anteil von jugendlichen Tätern. Die Zahl der Gewalttaten in Hamburg hat im letzten Jahr neue Rekordstände erreicht. Besonders ältere Leute sind immer häufiger Opfer von Raubüberfällen geworden. Als alter Mensch, da ist man nicht mehr sicher heute auf den Straßen. Also man geht abends überhaupt nicht mehr raus. Einkaufen gehe ich überhaupt nicht mehr. Ich lasse mir alles ins Haus schicken. Mein Sohn hat mir verboten, nach 16 Uhr noch mal aus dem Haus zu gehen. Also da hat sich doch einiges getan. Und wann sieht man schon mal einen Polizisten, nicht? Nach Ansicht von Experten sind Sprachdefizite, mangelnde Bildung und Arbeitslosigkeit der Nährboden für die Zunahme der Gewalt. Deutschland ist zwar seit 70 Jahren ein Einwanderungsland, doch zumindest hier in Hamburg ist die Integration von Migranten endgültig gescheitert. Die Schere zwischen Arm und Reich ist bedrohlich weit geöffnet. Während in den Vierteln rund um die Alster private Sicherheitsdienste das staatliche Sicherheitsmonopol übernommen haben, kommt es in anderen Quartieren Nacht für Nacht zu Ausschreitungen, Überfällen und Brandstiftungen. Man kommt sich hier wirklich als Polizist nur noch verheizt vor und das ist ein untragbarer Zustand. Manche Stadtteile sind für die kaputtgesparte Polizei zu No-Go-Areas geworden. Nee, natürlich, wenn hier mehr Bullen rumlaufen würden, würde ich es mir zweimal überlegen, was ich mache. Aber hier gibt es ja gar nichts mehr, noch nicht mehr irgendwelche privaten Sicherheitsdienste. Also ich mache, was ich will. Und hier herrscht das Gesetz des Stärkeren. Die Stadt Hamburg schaut hilflos zu. Auch für Hamburgs Schlüsselressource, den Bildungsbereich, fehlen überall die Mittel. Qualitätsmanagement, Fehlanzeige. Die Verhältnisse an Hamburger Schulen sind dramatisch. Viele baufällige Gebäude sind kaum mehr begehbar. Es fehlt an zeitgemäßem Lehrmaterial und geeignetem pädagogischem Personal. Hey, hier, hau ab, du Penner, ey! Respekt ist für die meisten Schüler ein Fremdwort. Auf den Schulhöfen herrscht Gewalt. Viele Stunden fallen aus. Der Unterricht versinkt oft im Chaos. Seit 6 Wochen fällt Sport und Mathe aus. Ich hasse ja eigentlich Mathe und Sport. Aber
ganz ehrlich, das geht so nicht. Ich muss auch was lernen. Alle sprechen hier irgendwie andere Sprachen und ich verstehe gar nichts mehr. Wir haben seit Wochen keinen Deutschunterricht und das geht mir total auf den Wecker. Nur noch in Eliteeinrichtungen haben die Schüler Zugang zu modernen Kommunikationstechnologien. Staatliche Schulen haben hier, auch im internationalen Vergleich, schon lange den Anschluss verloren. Unhaltbare Zustände, gerade für hochqualifizierte Eltern, die aus Sorge um ihre Kinder einen Bogen um Hamburg machen. Meine Eltern haben gesagt, ich soll auf eine Privatschule, weil ich hier gar nichts lerne und deswegen ziehen wir nach Frankreich. Und ich muss ja meinen Abschluss schaffen und hier kriege ich das nicht hin. Resultat? Ein gravierender Fachkräftemangel, der eine steigende Zahl von Unternehmen zwingt, aus unserer Stadt abzuwandern. Im Wettlauf der Metropolregionen hat Hamburg den Anschluss an die Spitze verpasst. Die Gründe dafür sind zahlreich. Die Politik hat die Weichen falsch gestellt und die desaströse Haushaltslage verhindert Investitionen. Die städtische Infrastruktur präsentiert sich in einem katastrophalen Zustand. Wichtige Verkehrsprojekte wurden nicht realisiert und trugen zum Niedergang des Hamburger Hafens bei. Der noch vor 20 Jahren drittgrößte Containerport Europas ist heute ein Regionalhafen, der kaum noch Arbeit für die Menschen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen bietet. Das städtische Energie- und Telekommunikationsnetz kollabiert regelmäßig. Schlaglöcher und Verkehrsinfarkte sind an der Tagesordnung. In Hamburg regiert der Mangel. Ob an Fachkräften oder akzeptablen Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen. Also Studieren in Hamburg bringt gar nichts mehr. Die holen sich die Fachkräfte aus dem Ausland. Ist ja auch klar, das Niveau ist so gesunken. Wenn du hier studierst, es ist einfach nichts mehr wert. Es bringt einfach nichts, weil es ist auch im nationalen Vergleich, sind wir ganz unten. Einkommensstarke Familien, Entscheider und viele besonders wichtige Industrieunternehmen kehren unserem Standort den Rücken. Mit negativen Folgen für nachgelagerte Branchen. Wir selbst in dritter Generation müssen unseren Betrieb schließen. Wir haben auf Hamburg vertraut. Unsere Mittel sind gestrichen, die Zusagen wurden nicht eingehalten. Wir stehen vor dem Nichts. Ich bin maßlos enttäuscht von Hamburg. Obwohl ich Hamburger bin, hier groß geworden bin, werde ich zum Ende des Quartals mit meiner Reederei nach Bremerhaven ziehen. Ich habe 220 Leute zu beschäftigen und ich sehe es einfach nicht mehr ein. Die Zusagen sind nicht eingehalten worden. Bevor ich Konkurs gehe, verlasse ich Hamburg. Immer weniger Leistungsträger müssen immer mehr Leistungsempfänger alimentieren. Altersarmut ist längst auch in Hamburg ein großes Problem. Meine Damen und Herren, diese Bestandsaufnahme zeigt, unsere Stadt befindet sich heute im freien Fall. Die Verschuldung ist exorbitant gestiegen. Steuereinnahmequellen sind nicht in Sicht. Die besten Köpfe fliehen oder meiden die Stadt. Ein großer Teil der Hamburger ist aus dem Wirtschaftssystem in die Sozialsysteme gefallen. Der gesellschaftliche Frieden ist zerstört, wie die Straßen, viele Häuser, das Telekommunikations- und Stromnetz. Und das kulturelle Leben ist eine Wüste. Ältere Mitbürger wissen vielleicht noch, dass die Handelskammer Hamburg im Jahr 2011 diese Gefahren vorhergesagt und eine Vision für 2030 entwickelt hatte, um Hamburg einen Spitzenplatz unter den Wachstumsregionen der Welt zu sichern. Diese Vorschläge wurden anfangs noch begrüßt, dann aber in den Wind geschlagen. Schade, schade. Meine Damen und Herren, die Handelskammer Hamburg hat soeben mit dem Projekt Hamburg 2030 ein Zukunftsbild für unsere Stadt vorgestellt. Herr Dr. Dreyer, Sie sind Vizepräses der Handelskammer und Leiter des Lenkungsausschusses für dieses wichtige Zukunftsprojekt. Und gemeinsam mit Ihren rund 700 in die Gremien der Handelskammer gewählten Unternehmern und mit Hilfe einer Befragung unter Ihren Mitgliedsfirmen haben Sie eine Zukunftsperspektive für Hamburg 2030 entwickelt. Was war der Antrieb dafür? Also Hamburg ist eine faszinierende Stadt. Wir dürfen allerdings nicht der Verführung eines sich selbst tragenden Wohlstandes erliegen und im Endeffekt dabei dann die Zukunft der Stadt verschlafen. Und insofern wollen wir mit diesem Projekt Hamburg 2030 einmal die Politik, zum anderen die Gesellschaft, zum anderen aber auch die Wirtschaft sensibilisieren für die Frage,
wie muss Hamburg heute die Weichen richtig stellen, um zukunftsfähig zu sein? Hamburg ist immerhin die zweitgrößte Stadt der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Und daraus resultiert natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Und dieser Verantwortung müssen wir gerecht werden, indem wir heute schon gucken, was sind die Potenziale Hamburgs, wie können wir sie entwickeln und vor allen Dingen, wie können wir sie voll ausschöpfen. Gibt es denn Vorbilder, an denen sich Hamburg orientieren kann? Die gibt es auch. Wir haben natürlich unsere Mitgliedsunternehmen befragt, woran würdet ihr euch orientieren? Und erstaunlicherweise hat man uns nicht Städte gleicher Struktur, gleicher Größe wie Wien, Kopenhagen oder Barcelona genannt, sondern unsere Mitglieder waren der Meinung, wir sollten uns an London orientieren. Und das ist natürlich eine Größe, das ist ein Anspruch, den müssen wir jetzt umsetzen. Das heißt, da steckt auch ein erheblicher Ehrgeiz hinter dieser Aussage. Und welche Weichen müssen heute gestellt werden, damit unser Standort fit für die Zukunft wird? Also das ist ein Bündel von Maßnahmen. Wir haben in unserem Projekt Hamburg 2030 insgesamt 5 Themenfelder definiert. Für diese 5 Themenfelder haben wir dann 28 Handlungsfelder ausfindig gemacht. Und diese haben wir unterlegt mit 105 Zielen. Und diese Ziele wollen wir mit insgesamt 339 Maßnahmen umsetzen. Und das Ganze ist dann unser Projekt Hamburg 2030, die Agenda für ein Werk, was immerhin auf 170 Seiten dann in gedruckter Form vorliegt. Vielen Dank, Herr Dr. Dreyer, Vizepräses der Handelskammer. Und die Handelskammer schlägt auch sogenannte Leuchttürme vor, mit denen das ehrgeizige Ziel erreicht werden könnte, das politische und wirtschaftliche Zentrum Nordeuropas zu werden. 6 beispielhafte Projekte, die den Weg in die Zukunft weisen sollen, wollen wir Ihnen jetzt in einem kleinen Beitrag vorstellen. Und dabei kommen auch Unternehmer aus dem Ehrenamt der Handelskammer als Experten für die Projekte zu Wort. Nur mit einer Haushaltskonsolidierung und dem Abbau der öffentlichen Schuldenlast kann das Zukunftsbild Hamburg 2030 erreicht werden. Zusätzliche Einnahmen im Hamburger Haushalt dürfen nicht zu zusätzlichen Ausgaben führen, sondern müssen für die Schuldentilgung eingesetzt werden. Dafür schlagen wir 2 Veränderungen der hamburgischen Verfassung vor. Erstens benötigen wir ein Schuldentilgungsgebot. Und zum Zweiten eine in der Verfassung verankerte Ausgabenbremse, mit der die zukünftigen Steigerungen der Aufwendungen gedeckelt werden. Damit schaffen wir dann den Freiraum für Investitionen in die Zukunft Hamburgs. Technologieparks erleichtern Innovationen, da sie Unternehmensgründungen aus Hochschulen heraus befördern. Hamburg sollte daher schon bestehende Forschungseinrichtungen und Gewerbeflächen verknüpfen und die Stadt so mit einem Netz von Technologieparks überziehen, die an Stärken des Wirtschaftsstandortes und namhafte Institutionen anknüpfen. Zahlreiche Beispiele zeigen, dass Technologieparks ein gutes Mittel sind, um ein innovationsfreundliches Klima in der Wirtschaft zu schaffen. Nachdem Hamburg die Innovationsallianz zwischen Wissenschaft und Wirtschaft gegründet hat und die Innovationskontaktstelle eingerichtet hat, geht es jetzt darum, hochkarätige Institute wie zum Beispiel Fraunhofer-Institute nach Hamburg zu ziehen. So wird Hamburg Innovationsport. Internetsuchmaschinen und soziale Netzwerke sammeln vielfältige Informationen. Auch die Stadt Hamburg verfügt über viele Daten mit lokalem Inhalt, nutzt diese aber viel zu wenig. Deshalb sollte sie die von ihr erhobenen Daten, natürlich unter Beachtung des Datenschutzes, allen interessierten Unternehmen, besonders kleineren Firmen, zugänglich machen. Damit würde ein effizienter und wettbewerbsintensiver Markt geschaffen. Dadurch können wir Hamburg Open Data ins Leben rufen. Kreative Entwickler können mobile Applikationen mit Hamburg-Bezug schaffen und so den Bürgern und Besuchern dieser Stadt deutlich mehr Markttransparenz schaffen. Das können zum Beispiel interaktive Stadtführungen sein. Das können Echtzeitdaten zum Bus- und Bahnbetrieb sein. Das können aber auch aktuelle Informationen über die Parkplatzsituation in der Innenstadt sein. Der Kreativität sind da überhaupt keine Grenzen gesetzt. Die Hamburger Wirtschaft wird wegen des demografischen Wandels zukünftig auf jede verfügbare qualifizierte Arbeitskraft angewiesen sein. Dafür muss insbesondere die Zahl berufstätiger Frauen erhöht und die Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund deutlich verbessert werden. Um die Situation geringer und fehlender Bildungsabschlüsse zu verbessern, muss der schulische Erfolg vom sozialen Hintergrund und vom persönlichen Engagement der Eltern entkoppelt werden. Das ist nach unserer Meinung nur möglich durch die flächendeckende Einführung der Ganztagsschule. Nur damit können wir
die Qualität der Bildung erheblich verbessern. Hamburg ist schon jetzt deutsche Wasserstoffhauptstadt. Um diesen Technologievorsprung zu nutzen und unsere Wettbewerbssituation zu festigen, ist die Wasserstoffinfrastruktur am Standort weiter zu stärken. Hierzu sollte zwischen Hamburg und Berlin eine Wasserstofftankstellenkette als Pilotprojekt realisiert werden, weil auf dieser Strecke zwischen den beiden größten Städten Deutschlands mit zahlreichen Tank- und Elektroversorgungsmöglichkeiten ein optimales Anwendungsprogramm geschaffen wird, das sicherlich Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus ganz Europa anziehen wird. Die Hamburger Wirtschaft plädiert dafür, bis 2020 die Rahmenbedingungen für die Sportförderung zu optimieren, die Sportinfrastruktur auszubauen und sich als Ausrichter von Sportgroßveranstaltungen in Hamburg zu empfehlen. Hamburg sollte sich unbedingt für die Ausrichtung der nächsten Olympischen Sommerspiele bewerben, wenn diese für Europa anstehen. Ich denke, dass wir hier hervorragende Rahmenbedingungen haben. Und man darf durchaus feststellen, dass Städte und Regionen, die das in der Vergangenheit ausgerichtet haben, sich auch in der Folge wirtschaftlich, aber auch in allen anderen Bereichen sehr gut entwickelt haben. Allein die Bewerbung und der engere Auswahlkreis, in dem man sich befindet, ist ein sehr hoher Imagegewinn für die Region. Damit sich unser Wunschszenario Hamburg 2030 erfüllt, müssen wir eine breite Diskussion und Kommunikation mit allen Teilen unserer Gesellschaft führen. Nur wenn wir gemeinsam die Bürger, die Politik, die Verwaltung und die vielen Bildungs- und Kultureinrichtungen hier aktiv einbinden, werden wir Hamburg zu einer attraktiven, wirtschaftsstarken Metropole der Zukunft entwickeln. Hierzu gehört auch eine hohe soziale Durchlässigkeit und Internationalität. Hamburg, eine Stadt mit einem boomenden Hafen, einer innovativen Industrie und mit einem vielfältigen Angebot in den Dienstleistungssektoren. Hamburg, eine Stadt, aus der Nobelpreisträger und Olympiasieger kommen. Hamburg, eine pulsierende Metropole mit tollen Events und einzigartigen Konzerten in der Elbphilharmonie. Hamburg, eine Stadt, in der Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln friedlich, konfliktfrei und voller Optimismus zusammenleben. Meine Damen und Herren, soweit das NDR Hamburg Journal. Ihnen wie immer einen schönen Abend und bis morgen.